waren bei den Tagebüchern, die jetzt vollständig zu uns gekommen sind. Es gibt ja eine Ausgabe der Tagebücher, aber das sind natürlich Auszüge. Und solange Sonja Matteri noch lebte, hat sie mit Argusaugen über diese Tagebücher gewacht und hat die damalige Bearbeiterin Frau Maja Schilling zwar mit Informationen versorgt, aber hat es streng untersagt, dass diese Tagebücher außer Haus gingen. Also das war für sie auch ein ganz persönlicher Schatz ihres Vaters. All das dürfen wir jetzt erforschen, auswerten und genau nachlesen, was Matteri über sich und seine Zeit und seine Arbeit geschrieben hat. Aber das ist nur ein Bestandteil. Ein anderer wichtiger Bestandteil sind großformatige Architekturzeichnungen und Entwürfe für Aufgaben im öffentlichen Bereich, die zum Teil ausgeführt wurden, zum Teil auch nicht, aber die einen intensiven Einblick in die Arbeitsweise Matteris ermöglichen. Also großformatige, meistens Kohlezeichnungen, die jetzt gerade beim Restaurator sind, aber zur Ausstellung dann wieder frisch zu sehen sein werden. Und der dritte Punkt sind die sogenannten Gipse. Das sind also die Originalformen der Skulptur, die Matteri per Hand bearbeitet hat und die dann in die Gießerei gegangen sind, um die Bronzegüsse anzufertigen. Und ich denke, das könnte für das Publikum sehr spannend sein, diese Unterschiede auch zu betrachten zwischen den Gipsen als den Entwürfen, den manuell bearbeiteten und den maschinell bearbeiteten Bronzen, die dann natürlich eine ganz andere Art der Oberflächenbehandlung auch haben, wodurch diese wunderbaren taktilen Oberflächen entstehen. Also jeder Mensch möchte Matteri-Skulpturen gern anfassen. Das ist ein unwiderstehlicher Reiz, diese Oberflächen zu spüren, die Tiere zu streicheln. Leider können wir dem pur nicht nachgeben, weil jeder Mensch hat Feuchtigkeit an den Händen und würde Spuren hinterlassen auf diesen Bronzen. Deshalb haben wir überlegt, wie können wir das machen? Und es gibt jetzt die Möglichkeit, hochwertige 3D-Drucke dieser Skulpturen herzustellen, die dann tatsächlich mit bloßen Händen berührt werden können, sodass also nicht nur Schauen, sondern auch Ertasten und Erspüren der Skulpturen möglich sein wird. Auch das hat sich Matteri gewünscht. Es gibt eine Tagebuchaufzeichnung, wo er das sagt, dass er davon ausgeht, dass auch ein blinder Mensch seine Skulpturen lieben könnte, wenn er sie denn ertasten kann. Also diese dreidimensionale Fühlbarkeit war für ihn ein zentrales Anliegen seiner Skulpturen. Und diese drei Aspekte, Tagebücher, Gipse und architektonische Zeichnungen, sind Sachen, die in dieser Vollständigkeit noch nie vorher zu sehen gewesen sind. Und die phänomenalen Bestände, die wir schon haben, natürlich sinnvoll ergänzen. Ja, ich würde sagen, es hat meine Liebe und Sympathie zu seinem Werk verstärkt. Es gab jetzt keinen ganz neuen Aspekt, aber das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, weil wir ja vorher schon wirklich eine reiche Auswahl hatten, die sowohl seine skulpturalen Arbeiten als auch seine gebrauchsgrafischen Arbeiten, seine Arbeiten im öffentlichen Raum zumindest im Kopf mit bedacht hat. Und es wird, das darf ich hier auch sagen, jetzt in den nächsten Tagen ein opulentes neues Werkverzeichnis seiner Skulpturen geben, wo wirklich alle diese Skulpturen erfasst sind. Also nicht nur die, die wir alle kennen, diese wunderschönen Tiere, sondern auch viele Dinge, die er in dieser schwierigen Zeit des Nationalsozialismus gemacht hat, um zu überleben. Für private Auftraggeber kleine Türgriffe zum Beispiel in Form einer Katze, das hatten wir beim letzten Interview vorgestellt, oder andere Dinge auch für den kirchlichen Bereich. Das waren also zwei wichtige Felder der Auftraggeber, die es ihm ermöglicht haben, als entarteter, in Anführungszeichen, Künstler durch diese dunklen Jahre zu kommen. Und all das ist akribisch in dem Werkverzeichnis aufgelistet. Es gab eine erste Form des Werkverzeichnisses von 1986, das ist längst vergriffen, und es gab natürlich durch neuere Forschungen jetzt auch neue Zuschreibungen, sodass dieses Werk das Standardwerk für alle Skulpturen von Matteri sein wird. Und das ergänzt sich sozusagen zu unserem Vorhaben der Präsentation dieser Nachlassleihgaben, sodass man also in diesem Herbst den vollen Matteri-Bezug haben kann, und dann wird man sehen, dass er auch in sehr schwierigen Lebenslagen Lösungen gefunden hat, die ihn wirklich durch auch dunkle Zeiten getragen haben. Und das finde ich faszinierend, wie jemand am Anfang sehr lange an sich und seinem Werk gearbeitet hat, ohne große öffentliche Resonanz. Das geht ja vielen Künstlerinnen und Künstlern so. Aber jeder denkt natürlich, das ist der richtige Weg. Und wenn es dann plötzlich eine öffentliche
Resonanz gibt, dann ist das, als ob sich ein Scheinwerfer auf einen richtet und man wird ja bestätigt in dem Weg, den man gegangen ist. Und das war bei Mattery am Ende der 1920er Jahre der Fall. Paul Klee, der große Paul Klee, hat sich dafür eingesetzt, dass er eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf bekommt. Und Mattery ist dann mit Sack und Pack, wie man so sagt, also mit Frau und Kind, der damaligen noch kleinen Sonja Mattery, von Berlin, wo sie lebten, eben nach Düsseldorf, Büderich, umgezogen. Und dann dieser Cut, er war 9 Monate an der Akademie, als die Nazis an die Macht kamen und sie hatten natürlich nichts Eiligeres zu tun, als ihn und viele andere progressive Kollegen aus dem Amt zu, wie heißt das, aus dem Amt zu fegen, aus dem Amt weg zu, ja, aus dem Amt zu jagen, das war das Wort, was ich suchte, und ihn eben auch als entarteten Künstler zu deklarieren. Und das macht ja was mit einem, wenn man glaubte, jetzt habe ich endlich die Anerkennung, die ich mir lange wünschte, und dann kommt etwas, wo man ja in dem Moment gar nicht wissen kann, wie lange geht das, wie geht das für mich aus, diese Zeit. Vielleicht komme ich nie wieder irgendwo dazu, meine Arbeiten überhaupt fortsetzen zu können, geschweige denn zu zeigen. Und dann wieder der nächste Cut, das ist ja auch wichtig, wie man damit umgeht. Nach den Nazis war er einer der ersten, die zurückberufen wurden an die Akademie. Und da auch nicht überzuschnappen und zu sagen, ja, ich bin der Allergrößte, das war ihm von seinem Naturell völlig fremd. Er war also ein sehr bodenständiger, auch humorvoller Künstler, der es auch als einen wesentlichen Bestandteil seiner Arbeit gesehen hat, das weiterzugeben an jüngere Studentinnen und Studenten, die er sehr zahlreich hatte und die sich alle auch sehr unterschiedlich entwickelt haben. Das ist ein gutes Kriterium für einen guten Lehrer, dass da nicht nur kleine Matarees entstanden sind, sondern so unterschiedliche Künstler wie Josef Beuys oder Erwin Herich. Also er hat es offensichtlich vermocht, die jeweilige Eigenart herauszukitzeln und zu bestätigen und Anregungen zu geben, wie diese Eigenart gestärkt werden kann. Bis hin eben zu den Großaufträgen, die er dann am Ende seines erfüllten Lebens auch im architektonischen Raum bekommen hat. Ein wunderbarer Taubenbrunnen in Köln oder die Domrestaurierungen in Köln und in Salzburg und in Aachen. Das war für ihn natürlich eine späte Erfüllung dessen, was er seit Anfang des 20. Jahrhunderts an Untersuchungen und Recherchen unternommen hat. Denn er wollte ursprünglich ja Maler werden, hat sich lange mit der Malerei herumgequält. Und aus heutiger Sicht ist es natürlich ein Glücksfall, dass er dann über die Beschäftigung mit dem Holzschnitt auf dieses Material Holz stieß und plötzlich spürte, das ist etwas, was mit ihm auch was zu tun hat. Daraus konnte man dann kleine Skulpturen machen und das war die Geburtsstunde und das hat lange gedauert. Anfang der 1920er Jahre, wo er erste kleine Skulpturen gefertigt hat. Und das muss er selber gemerkt haben, dass das das Material ist oder das Medium, mit dem er am allermeisten aussagen kann. Und das war dann so, als wäre ein Knoten geplatzt. Und dann hat er diese Skulpturauffassung entwickelt, hat auch, sagen wir mal, bis zu dem Punkt der größtmöglichen Abstrahierfähigkeit, aber dennoch gegenständlichen Lesbarkeit, das vorangetrieben. Es gibt 2 Köpfe von ihm, wo alle Details weggelassen sind. Man sieht nur noch schemenhaft Augen, Nase und Mund. Man denkt da an Konstantin Brancusi, der das noch extremer dann gefasst hat. Das waren für ihn wichtige Anregungen, aber er hat letzten Endes niemals auf eine gegenständliche Lesbarkeit verzichtet und hat gesagt, das ist für meine Skulpturauffassung ganz, ganz wichtig, dass die Menschen erkennen können, ist es eine Kuh, ist es ein Pferd, ist es ein Menschenantlitz, was ist das eigentlich? Und das Besondere ist, dass er dann eben diese hohe Oberflächentaktilität und Qualität entwickelt hat, die bei wenigen anderen Bildhauern so stark ausgeprägt ist wie bei ihm, dass man all diese Skulpturen anfassen, berühren, fühlen möchte. Kaiserreich, da hatte er angefangen, als Künstler zu arbeiten. Dann Weimarer Republik, dann die Nazizeit und dann die junge Bundesrepublik. Das sind ja 4 gänzlich andere Resonanzräume. Und dass er da, das war nicht der Einzige, das ist vielen Künstlern so gegangen, aber dass er an sich geglaubt hat und gesagt hat, das, was ich hier mache, ist
relativ unabhängig von diesen politischen Resonanzräumen. Es hat etwas mit allgemeinem Menschlichsein zu tun oder eben auch mit dem Wesen eines Tieres. Deshalb hat er ja sich auch ganz bewusst auf so uralte Kulturträger wie Kühe oder Pferde bezogen, die ja menschheitsbegleitend sind. Ohne Kühe gäbe es keine Sesshaftigkeit, ohne Pferde keine Nomaden, keine kriegerischen Handlungen. All das war ihm ja bewusst. Das war ja nicht einfach eine süßliche Darstellung von Tieren, die hier überall draußen auf der Weide stehen. Für ihn waren das eminente Kulturträger, die die menschliche Entwicklung erst ermöglicht haben. Und deshalb ist das immer wieder so eine Suche nach der Essenz, eine Suche nach dem Wesentlichen, das durch das ganze Werk spürbar ist und das er im Prinzip, seit er sich selbst gefunden hat, Anfang der 1920er Jahre bis zu seinem Tod 1965 durchgezogen hat. Und das ist auch eine Leistung. Das sind immerhin 45 Jahre, wo man Kunst schafft, die über einen selbst hinaus Geltung und Bedeutung hat. Und da kann man nur den Hut vorziehen und sagen, we love Ewald Mataré. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal natürlich die ganz klassische Forschung, dass man wissenschaftlich an dem Werk arbeitet und versucht, zu neuen Einordnungen und Kontexten zu kommen. Es gibt die große Frage der Präsentation, die wir uns ja jetzt auch bei unserer Herbstausstellung ganz eklatant stellen. Wie können wir dieses vielschichtige Werk so präsentieren, dass es fassbar wird, dass es auch persönliche Begegnungen gibt, aber eben auch diesen Überblickscharakter, dass man ahnt, was er von seiner Jugend bis zum Ende eben alles auch untersucht hat und versucht hat. Und es gibt natürlich auch die etwas ungewöhnlicheren Varianten, dass man auch bei Mataré mit künstlerischen Interventionen der Gegenwartskunst zum Beispiel arbeitet, so wie wir das hier in dem klassischen Sammlungsbereich schon getan haben. Das sind alles die berühmten Skulpturen von Ewald Mataré. Und plötzlich, wenn man genau hinschaut, gibt es dann ein etwas mammutartig anmutendes Tier, was unmöglich von Mataré sein kann. Und das ist es auch. Es ist nämlich eine Arbeit der niederländischen Künstlerin Magali Reuss, die ganz bewusst auf diesen Sammlungsbereich Bezug genommen hat. Wir haben eine große Ausstellung von ihr im Moment noch im Haus, wo sie ihre eigenen Arbeiten gezeigt hat und wo sie aber im Spätmittelalterbereich und hier extra Arbeiten für die Sammlung angefertigt hat, die diesen traditionellen Kosmos aufbrechen und frischer und auch frecher machen, wenn ich da auf diese Arbeit hinweise, eine Dose Cornet Beef, die natürlich in der Tradition der Pop-Art steht, aber gerade hier schon fast zu frech ist, weil man ahnt, was aus Rindern werden kann, nämlich Cornet-Beef-Dosen. Und insofern ist das für sie auch immer eine Arbeit gewesen, nicht nur frech zu sein, sondern auch Kreisläufe anzudeuten. Und sie hat ein hochentwickeltes ökologisches Bewusstsein. Deshalb ist das für sie auch eine Provokation, sozusagen in diese ganzen Tierdarstellungen Fleischfresser zu thematisieren, die sowas essen. Also die Tiere werden gegessen. Wir wenden uns aber nicht nur an Vegetarier, aber das ist natürlich trotzdem etwas, worüber zeitgenössische Künstler heute nachdenken. Was macht es mit uns, wenn wir Tiere essen oder wenn wir es nicht tun? Was macht es mit uns, wenn wir Auto fahren oder Fahrrad fahren? Wenn wir fliegen oder nicht fliegen? All diese Sachen, die jeder natürlich für sich beantworten muss. Wir sind keine moralische Erziehungsanstalt, aber die Qualität des Fragestellens ist etwas Wichtiges, was zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler immer wieder auslösen können und was natürlich dann auch andere Fragen an das Werk von Mataré provoziert. Er hat ja die Tiere nicht dargestellt, weil er ein großer Fleischesser war, sondern weil sie für ihn kulturelle Bedeutungsträger waren, wie wir das vorhin schon entwickelt haben. Und all das versucht sozusagen Mataré nicht als musealen Gegenstand zu begreifen, sondern mit den Fragestellungen von heute aus dieses faszinierende Werk zu untersuchen. Also das muss man ganz deutlich nochmal betonen, dass alles das, was hier stattfindet, nur dank der großartigen Teamleistung zustande kommen kann. Und das bedeutet, dass viele Menschen auf unterschiedlichen Ebenen miteinander arbeiten und mehr oder weniger ein Ziel haben, nämlich in dem Falle das Werk von Ewald Mataré bestmöglich zu bearbeiten, zu präsentieren, zu erforschen und zu vermitteln. Aber wir müssen natürlich namentlich auch Personen nennen, für die das quasi ein Lebensthema war. Da ist natürlich Guido de Weert zu nennen, der Gründungsdirektor des Museum Kurhaus Kleve und langjährige Begleiter von Sonja Mataré, der Tochter des Künstlers. Die beiden sind
aus meiner Sicht die personale Grundkonstellation, dass dieses Werk hier in Kleve gelandet ist und dass es jetzt in dieser Vollständigkeit auch präsentiert werden kann. Und die Ausstellung jetzt in diesem Herbst ist natürlich ein Höhepunkt dieser ganzen Nachlasspräsentation. Und damit wir das machen konnten, haben wir große substanzielle Unterstützung bekommen vom Land NRW, vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst, aber auch von der Kunststiftung NRW, die alle natürlich daran interessiert sind, dass dieser große Meister der klassischen Moderne im Rheinland gut präsentiert wird. Und hier im Haus geht mein ganz besonderer Dank an Valentina Vlasic, die für diese Ausstellung wirklich enorm viel geleistet und investiert hat und sich mit verschiedensten Fragen der Konzeption bis hin zum Merchandising und mit zu Produkten herumgeschlagen hat, die dann auch noch wieder einen anderen Zugang zu den Arbeiten von Mataré eröffnen, was wir vorhin schon erwähnt hatten, diese 3D-Modelle der Tiere, die man dann tatsächlich anfassen kann, bis hin eben zu Dingen, die man auch kaufen kann und mitnehmen als Erinnerung an diese wunderbare Ausstellung.